auf diesen Scheiß, den ich hier rap. Mein ich wirklich ernst, weil hier sehr viel Seele drin steckt. Ihr habt es wieder nicht gecheckt, gebt dem falschen Respekt. Doch im Endeffekt frage ich mich, was ihr wollt. Wollt ihr den Gangster, der so post mit der Knarre, der am Ende doch nur Platzpatronen im Lauf hatte, der auf Fotos seine Tattoos zeigt, als wäre ein Model, der rumpöbelt, als wäre er ein Trottel, dabei Abitur hat und nebenbei studierte, sein Abschluss locker mit 1 absolvierte. Oder wollt ihr den Dealer, der am Ende doch keiner war, keine seiner Coke-Stories sind am Ende wahr, der mit der Lederjacke, Silberkette und Nike Air, der mir sagt, alles in seinem Leben ist ja so unfair, der vom Bomben rappt, als wäre er ein Terrorist, mir erzählen will, wie das Leben im Ghetto ist. Sagt es mir, doch ich höre nicht hin, sagt es mir, doch ich bleibe wer ich bin, kein Image der Welt kann mich aus meiner Bahn lenken, versuch nicht mal dran zu denken. Sagt es mir, doch ich höre nicht hin, sagt es mir, doch ich bleibe wer ich bin, kein Image der Welt kann mich aus meiner Bahn lenken, versuch nicht mal dran zu denken. Ihr wollt die Typen, die die Schule schmeißen, doch die meisten haben keinen Plan von Leben, weil sie nichts leisten. Sie wollen fighten, aber alle haben Waffen. Ich dachte, ihr seid Männer, doch könnt euch nur damit gerade machen. Rap ist ne Bitch geworden und sie wird misshandelt mit jedem Track, den diese Spasten wieder recorden. Rap stinkt, ist verdorben. Mütter machen sich um ihre Kinder Sorgen, weil diese beeinflusst werden. Doch lasst uns was lernen, mit Rap-Problemen ansprechen, denn so werden wir gehört und können diese Mauer durchbrechen. Alles wird kaputt gemacht, weil sie den Profit riechen und das Image wieder Kohle macht. Ich will nicht sagen, dass jeder erfolgreiche Rapper so denkt, doch weil 90% mit dieser Scheiße anfängt, wird nicht mehr Hip-Hop gesehen, sondern nur den schlechten Rap im Leben. Diese möchte gerne MCs Scheiße reden. Sagt es mir, doch ich höre nicht hin, sagt es mir, doch ich bleibe wer ich bin, kein Image der Welt kann mich aus meiner Bahn lenken, versuch nicht mal dran zu denken. Sagt es mir, doch ich höre nicht hin, sagt es mir, doch ich bleibe wer ich bin, kein Image der Welt kann mich aus meiner Bahn lenken, versuch nicht mal dran zu denken. Sagt es mir, doch ich höre nicht hin, sagt es mir, doch ich bleibe wer ich bin, kein Image der Welt kann mich aus meiner Bahn lenken, versuch nicht mal dran zu denken. Sagt es mir, doch ich höre nicht hin, sagt es mir, doch ich bleibe wer ich bin, kein Image der Welt kann mich aus meiner Bahn lenken, versuch nicht mal dran zu denken. Ja, ihr seid alles Toys und dennoch hat das so gesehen für mich überhaupt gar keine Bedeutung. Denn in meinen Augen seid ihr weiter als ein Haufen Toys und redet über Ehre, aber dennoch über Gold und haltet euch für toll und toll. Und guck, ich rap jetzt schon seitdem ich 14 bin. Die meisten Rapper klingen so, als ob sie 14 sind. Wirken blind, denn sie sehen es nicht. Kleine Kinder hören hin, doch sie rappen über nichts, seit Mord und Totschlag. Diese Rapper sind hirntot, holt den Notarzt. Heute macht massiv Musik, früher war es Mozart, wenn man das Musik nennen kann, oder vielleicht sogar nur ein Haufen Scheiße. Jeder rappt das Gleiche, tut der Welt eingefallen und seid bitte leise, der ganze Haufen Scheiße. Früher war es kreativ, heute ist es Kreatin. Kinder werden kriminell, damit sie sich wie Männer fühlen. Rapmusik ist Dreckmusik, warte kurz, wir ändern dies. Ich bin kein Messerstecher, Gangster, Rapper, Splatter, Rapper. Nein, ich bin ein echter Rapper. Echte Stories, echte Texte. Endlich wieder Rapper mit Flow und Technik. Jemand, der krass ist, redet nicht ständig darüber, dass er das ist. Redet nicht darüber, sondern er macht es. Ich sag nicht, macht es. Ich sag nicht, lass es. Doch dann müsst du mit den Gangstern endes spastisch. Fakt ist, und die Bälle beißen nicht, rafft es, rafft es. Ich weiß, heutzutage gibt es sowas selten. Ich weiß, heutzutage scheint es nicht zu gelten. Dir geht's ums Skaten. Genau aus diesem Grund unterscheiden uns Welten. Jeder Spaß macht Rap, deshalb kack auf Rap. Ihr könnt nicht mal richtig reden, aber ihr macht Rap. Aber oh, wie schlecht, aber nix ist echt. Und ihr droht und erzählt, wen ihr täglich schlägt. Doch es gibt da ein Problem, die Realität. Ihr wollt auf hart machen, doch vergesst die Tatsachen. Es ist so schon schlimm, ihr redet von Gewalt. Aber noch schlimmer ist es, wenn ich komme und es knallt. Ich bin nicht wie ihr, ich schmeiße mit Fakten, Fakten, Fakten. Werdet erwachsen, ihr Spasten, Spasten. Früher war es Blümchen, heute
Leute massiv in der Grundschule werden Kinder aggressiv, denn sie wissen nicht, dass der Typ das nur spielt. Glaubst du im Ernst, der läuft durch seinen Kiez? Also wer ist jetzt hart? Ich mein, wer von den Stars? Niemand, ihr wurdet von den Labels verarscht. Eure Zielgruppe Grundschule, Kindergarten, ist es eure...